Herzlich willkommen zurück bei All Eyes On und dem German Design Award 2021. Schön, dass Sie in dieser Woche mit dabei sind, denn Sie wissen es ja, wir werden heute jeden Tag einen Finalisten, eine Finalistin vorstellen, die die Möglichkeit hat, den begehrten Newcomer Award mit nach Hause zu nehmen. Heute dabei ist eine Dame und sie hat bereits überzeugt, und ich zitiere hier die Jury, mit Design und künstlerischen Aspekten in Verbindung. Was das genau bedeutet, das kläre ich gleich mit ihrem Gespräch. Jetzt aber erstmal ein Video zu Verena Zierngiebel. Mein Name ist Verena Zierngiebel. Ich habe in Würzburg an der Fakultät Gestaltung meinen Bachelor gemacht in Kommunikationsdesign. Ich arbeite multidisziplinär und verbinde dabei Design mit künstlerischen Aspekten. Bei meinen Arbeiten ist mir besonders wichtig, dass ich nie die Neugierde und die Begeisterung für das verliere, was ich mache. Ich versuche mich dabei von meiner Umgebung inspirieren zu lassen, von meiner unmittelbaren, und die dann in meine Gestaltung zu transferieren. So kann dann zum Beispiel eine Mücke oder ein Staubfussel oder Kabel, wie sie gerade am Tisch liegen, total zufällig eigentlich, zu dem perfekten Raster für ein Plakat werden. In meiner Bachelorarbeit Waiting for Inspiration habe ich zum Beispiel 600 Fragen gestellt und 112 davon dann auf künstlerische Art und Weise beantwortet. Die Auszeichnung, als Newcomer-Finalist heute hier stehen zu dürfen, bedeutet für mich eine Anerkennung meiner Arbeitsweise, und das freut mich sehr. Gerade war sie noch im Film zu sehen, jetzt ist sie uns live zugeschaltet aus Hamburg. Verena, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ganz, ganz sicher. Ich dachte, ich frage an der einen oder anderen Stelle einfach noch mal ein bisschen nach. Wir haben ja gehört, du kombinierst multidisziplinäres Design so mit künstlerischen Aspekten. Du merkst schon, es macht wahrscheinlich durchaus Sinn, wenn du das Ganze noch mal ein bisschen runterbrichst und erklärst. Was heißt das denn? Ja, das ist so entstanden im Prinzip, dass ich im Studium ganz viele verschiedene Aspekte von Design gelernt habe. Also über Motion Design, Illustration, Packaging, CI, Editorial und so weiter und so fort. Aber überhaupt ins Design gekommen bin ich eigentlich über die Kunst. So. Und im Prinzip vermenge ich jetzt diese zwei Herzen, die da in mir schlagen, wann immer ich kann. Und ich finde, so kann eine ganz emotionale Art von Design entstehen. So, Design löst Probleme, aber Kunst berührt uns auf einer tieferen Ebene irgendwie. Und ja, wenn man das vermischt, dann erhält man eine besondere Art der Kommunikation, würde ich mal behaupten. Ganz, ganz sicher. Ich frage nochmal nach anhand von Arbeiten, die du auch umgesetzt hast. Da gibt es zum Beispiel Willkür und Drangsal. Da hast du mit einer Freundin zusammen 10 Stunden lang Gespräche transkribiert und entsprechend künstlerisch umgesetzt. Wie sieht das konkret aus und welcher Gedanke verbirgt sich dahinter? Ja, das Projekt Willkür und Drangsal ist damals in einem Kurs entstanden, der hieß Passionen. Da ging es also darum, wie macht man eine eigene Passion für andere sichtbar. Und Luise und ich haben dann in Willkür und Drangsal im Prinzip unsere Passionen Reden und Machen ausgelebt. Und es ging darum, eine lockere, also aus dem lockeren, ungestellten Gespräch unter Freunden genauso lockere, ungezwungene Kreativität zu schöpfen. Also es ging mal darum, nicht über jede Designentscheidung ewig nachzudenken und nicht alles direkt zu beurteilen, sondern einfach so, einfach zu machen und diesem inneren Drang, kreativ zu sein, nachzugeben, mit neuen Werkzeugen experimentieren und so weiter. Also sich irgendwie fallen lassen, so in diesen Sog des Kreierens. Und ja, da entstanden dann 265 sehr diverse Arbeiten, sehr unterschiedliche, die immer zu einem Thema oder einem Schlagwort aus den Gesprächen passen oder dazugehören. Und ja, es ist demnach eine sehr persönliche Arbeit, aber eine, die extrem viel Spaß gemacht hat.
wenn du sagst, neue Werkzeuge, so und so viele verschiedene Werke, vielleicht mal ein Beispiel, dass wir so ein bisschen konkret uns was vorstellen können. Was für Werkzeuge habt ihr da neu benutzt und wie sieht so ein Werk aus? Naja, Werkzeuge, die, also eigentlich im Prinzip immer das, worauf wir gerade Lust hatten oder was irgendwie gerade gepasst hat, das kann dann ein 3D-Programm gewesen sein. Das kann aber auch einfach nur was ganz Analoges gewesen sein. Also zum Beispiel haben wir über ägyptische Pyramiden oder sowas geredet. Und da ging es dann, ich kann es euch nicht mehr genau erzählen, müsst ihr nachlesen. Aber da ging es irgendwie darum, wie die geflutet worden sind oder irgendwie im Zusammenhang mit Wasser. Und ich habe die dann aus so kleinen Kieselsteinen im Garten eine Pyramide gebaut einfach und da Wasser drüber geschüttet, bis sie auseinandergebrochen ist. Also es war wirklich ein ganz intuitives, spontanes Kreieren, das einfach mit loslegen, einfach machen, ohne großartig sich da den Kopf drüber zu zerbrechen, zusammengehangen ist. Klingt nach sehr viel Freude auf jeden Fall und ich hoffe, genauso viel Freude hattest du auch bei deiner Bachelorarbeit, denn 100 Fragen hast du da gestellt und dann sind die entsprechend 600. Mit 600 sogar, meine Güte, gleich sechsmal so viel, also 600 Fragen, die sind alle mit Artworks umgesetzt worden. Erzähl mal ganz kurz, was war da die Intention und wie lange braucht sowas? Ja, also es waren 600 Fragen, die ich gestellt habe und ich glaube, ich habe 112 oder sowas umgesetzt, so der Zusammenhang. Und es ging im Prinzip darum, dass Inspiration harte Arbeit sein kann. Aber dass ich glaube, dass das für jeden Kreativen irgendwie unerlässlich ist, sich auf eine gewisse Art Neugierde und Begeisterung zu erhalten für das, was er macht. Und genau darum geht es im Prinzip in Waiting for Inspiration, also wie man in sich selbst und in seiner Umgebung Inspiration findet und Begeisterung entfacht. Und ich habe mir quasi als Ausgangspunkt die Frage gesetzt, weil es jedes Kind von Anfang an begleitet und ganz oft der Beginn einer neuen Entdeckung sein kann. Und dazu kommt eben, dass man mit ihr hervorragend diese Neugierde im Alltag trainieren kann. Und genau, da entstanden dann Fragen wie, was träumen blinde Menschen oder wie viel Quadratmeter hat eine Rolle Klopapier oder wann wird ein Riss ein Loch und was mir noch so alles eingefallen ist. Und bei der Beantwortung in so kleinen künstlerischen Projekten immer ging es mir dann eigentlich um eine ehrliche, unverblümte Auflösung, die dann eigentlich fast auch durchgehend analog erstellt wurde. Und diesen analogen Charakter zog ich dann auch in die Gestaltung der beiden Bücher fort, in die das Ganze gesammelt wurde. Ja, also es ging hier nie um irgendwie ein schickes Designobjekt, sondern um eine Arbeit, in der man irgendwie so dieses Warten und das Arbeiten von Inspiration spürt. Das ist zweifelsohne extrem kreativ. Mittlerweile bist du ja an deiner Masterarbeit, arbeitest aber auch als Freelancerin. Würdest du sagen, dass du auch in deiner beruflichen Tätigkeit jetzt genauso kreativ sein kannst? Oder hast du schon das Gefühl, okay, sobald da wirtschaftliche Interessen dazukommen, muss ich mich vielleicht doch ein bisschen zurücknehmen? Ja, also in der Arbeit, ob das jetzt in der Arbeit als Freelancer ist oder in der Arbeit für eine Agentur oder so, muss ich natürlich Kompromisse eingehen und kann nicht einfach machen, was ich will. Aber ich glaube, das ist auch normal am Anfang seiner Karriere. ja, aber ich mache nebenbei ja auch noch meine Masterarbeit und viele kleine Projekte so für mich, in denen ich dann ja, mich wieder voll und ganz ausleben kann. Das ist doch wirklich schön zu hören. Verena, vielen, vielen Dank. Toll, dass du zugeschaltet bist heute. Wir sehen uns auf jeden Fall später wieder, wenn wir dann die Verkündung haben. In der Zwischenzeit auch vielen, vielen Dank ans Publikum. Schön, dass Sie hier dabei sind. Sie können natürlich auch gerne nochmal auf die All Eyes On Website klicken. Da finden Sie auch die Porträts zu den anderen Newcomer-Finalisten. Und Sie können auch gerne mal bei Social Media reinschauen. In der Zwischenzeit bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal und bis dann.